eine cremefarbene Korrekturflüssigkeit, ein Marshmallow-Klebestift und ein Waffelradierer. Und alles ist auch super groß. Seht in unserem neuen Video, wie ihr XXL-Schuhsachen machen könnt. Regnet es Plastik? Stevie nagt an allen Stiften, die er finden kann. Seine Zähne recyceln sehr schnell Plastik. Ich muss ihn sofort aufhalten. Christy hat eine Idee. Sie tauscht seinen normalen geschmackslosen Stift gegen einen großen süßen Lutscher aus. Mischt 50 ml Wasser, 300 Gramm Zucker und 200 Gramm Maissirup. Lasst es bei mittlerer Hitze 7 Minuten lang kochen. Fügt jetzt blaue Lebensmittelfarbe hinzu. Und zieht zwei Paar Handschuhe an, einen gestrickten und einen aus Gummi. Gießt das fertige Karamell auf eine Silikonmatte. Wenn das Karamell etwas abgekühlt ist, nehmen wir es in die Hand und kneten es. Rollt dann einen langen Zylinder, damit es wie ein Stift aussieht. Macht eine spitze Mine aus weißem Karamell. Formt auf die gleiche Weise einen Clip und einen quadratischen Stopfen für den Stift. Befestigt die Stücke mit warmem Karamell am Stift und bestreicht die Mine mit essbarem Puder. Stevie bekommt einen riesigen Stift. Nicht schlecht. Er schmeckt definitiv besser als Plastik. Jetzt kann Stevie an diesem Stift knabbern, ohne sich um seine Gesundheit zu sorgen. Aber selbst dieser Stift fällt auseinander, als Stevie mit den Zähnen daran knabbert. Er hat den Lolli-Stift aufgegessen und will mehr. Aber Christy hat keine essbaren Stifte mehr. Na schön, Stevie wird zu seiner plastischen Diät zurückkehren müssen. Christy macht eine Collage. Sagt Nein zu normalen, langweiligen Klebestiften. Dieses Mal werden wir einen riesigen Regenbogen-Klebestift für Zuckerverrückte verwenden. Mischt 200 Gramm Zucker, 100 ml Wasser und 100 Gramm Maissirup. Lasst es 5 Minuten lang kochen. Fügt noch 100 ml Wasser zu 15 Gramm Gelatine hinzu. Lasst es dann abkühlen und schmelzt es in der Mikrowelle. Verrührt jetzt drei Eiweiße in einem Mixer. Verrührt es weiter und gießt den Sirup und die geschmolzene Gelatine hinein. Teilt die Mischung dann in drei Teile und fügt auch Lebensmittelfarbe hinzu. Schneidet den Boden von einem Plastikeimer ab und legt ihn auf ein Brett. Gießt die farbige, süße Mischung Schicht für Schicht hinein und lasst es dann abkühlen. Schneidet einen Zylinder und einen Kreis aus Wellpappe zurecht. Klebt auch eine runde Kappe an. Befestigt goldene Kuchenuntersetzer an einem Stück Rohrisolierung. Wickelt es in Papier ein und befestigt es mit doppelseitigem Klebeband. An den Enden muss etwas Platz sein. Deckt den Boden der großen Röhre mit einem Streifen Wellpappe ab. Befestigt dann Schaumgummi an der Röhre. Setzt jetzt die bunte Mischung ein. Bedeckt es mit der Kappe. Stevie hat es kaum geschafft, diesen riesigen Klebestift zu tragen. Wir öffnen den Regenbogen. Christy will den Riesenkleber auf Papier auftragen. Oh nein, er ist essbar. Christy holt ihren Dessertlöffel heraus. Los, teile diesen köstlichen Kleber auf. Christy muss ja sehr hungrig gewesen sein. Sie hat die ganze Portion aus der Tube gegessen. Danke für den Kleber. Sebastian besucht seine Großeltern. Seine Oma möchte ihr geliebtes Enkelkind wie alle Omas der Welt was zu essen geben. Aber er braucht ein spezielles Lehrermenü. Sein Opa, Sebastian Senior, darf keine Süßigkeiten essen. Los, leg es schnell zurück! Während Oma dem Lehrer das Frühstück zubereitet, erzählt ihm Opa die neuesten Nachrichten. Endlich bringt Oma einen besonderen Leckerbissen. Es ist ein Stift und ein Notizbuch für einen echten Lehrer. Mischt 5 Esslöffel Honig, 100 Gramm Zucker, 1 Teelöffel gemahlene Muskatnuss, Zimt, Ingwer und einen halben Teelöffel Piment. Kocht die Mischung bei schwacher Hitze und rührt dabei um.
Gebt danach einen halben Teelöffel Backpulver hinein und verrührt 200 Gramm Butter. Gießt die Gewürzmischung hinein. Mischt es weiter und fügt ein Ei hinzu. Gebt dann nach und nach 500 Gramm Mehl hinzu. Mischt den Teig, um eine gleichmäßige Konsistenz zu erhalten. Bestreut jetzt eine Matte mit Mehl und formt den Teig zu einer Kugel. Lasst es dann für eine Stunde abkühlen. Rollt danach den fertigen Teig dünn aus. Schneidet dann einen Stift und ein Notizbuch aus einer Schablone aus. Backt es 15 Minuten lang bei 200 Grad. Schmilzt jetzt weiße Glasur in drei getrennten Behältern und fügt Lebensmittelfarbe hinzu. Bemalt die fertigen Kekse mit der Glasur. Beschichtet dann die Bleistiftspitze weiß. Lasst aber Platz für die Mine. Bemalt den Rest blau. Den Radiergummi bemalen wir rosa. Fügt dann eine schwarze Mine hinzu. Das kann man sicher nicht in einer Schulcafeteria kaufen. Danke, Großmutter. Und Opa ist auch dabei. Er nimmt das süße Notizbuch, aber seine Zähne sind nicht mehr so stabil wie früher. Deckt das süße Notizbuch mit weißer Glasur ab. Wenn es ausgehärtet ist, zeichnen wir mit einem blauen Lebensmittelmarker Linien darauf. Es soll aussehen wie liniertes Papier. Fügt einen roten Rand hinzu. Hier, halte das Notizbuch. Opa erinnert sich, dass er in jungen Jahren Kung-Fu gemacht hat. Er zerbricht das harte Notizbuch. Autsch, das tut weh. Opa wollte gerade ein Stück vom Keks abbeißen, aber Oma ist schon auf der Hut. Keine Süßigkeiten. In ihrem Alter ist Zucker schlecht für die Gesundheit. Oma kocht was Leckeres. Es ist eine riesige, süße Korrekturflüssigkeit für ihren lieben Enkel. Grundiert ein Glas mit Deckel weiß. Klebt einen großen Plastikbecher auf den Deckel. Und befestigt eine Silikonbürste im Inneren. Bringt ein ausgedrucktes Etikett am Glas an. Mischt jetzt 300 Gramm Sahne mit einem Mixer. Fügt auch 200 Gramm Kondensmilch hinzu. Mischt es dann. Und gießt die süße Mischung in das Glas. Oma wird abgelenkt und verlässt die Küche. Unser hinterhältiger Opa ist schon auf der Jagd nach Süßigkeiten. Lecker! Er trinkt die süße Flüssigkeit direkt aus dem Glas. Und er bekommt eine Standpauke. Das ist für unseren Enkel. Er muss Energie tanken, bevor er wieder arbeiten muss. Sebastian erwacht aus einem gruseligen Traum. Puh, weder sein gieriger Opa noch seine schreckliche Oma sind hier. Moment mal, was haben seine Schüler denn da? Ist das eine riesige Büroklammer oder träume ich immer noch? Bestreut deine Silikonmatte mit Mehl. Fügt zum fertigen Hefeteig gelbe Lebensmittelfarbe hinzu und rollt es dünn aus. Formt daraus eine riesige Büroklammer. Backt es nur noch 15 Minuten bei 180 Grad. Der Lehrer reibt sich die Augen. Das muss ein Traum sein. Die Büroklammer verschwindet auf mysteriöse Weise. Er muss wohl noch etwas müde sein. Aber die Schüler essen heimlich diese riesige Büroklammer. Unser Lehrer braucht ein Radiergummi. Seine lieben Schüler helfen Sebastian sofort. Christi bietet einen normalen Radiergummi an. Und Stevie holt einen riesigen Radiergummi aus Waffeln und Fondant heraus. Setzt Waffeln in drei Schichten zu einem Rechteck zusammen. Schmilzt dann Schokoladenglasur. Und befestigt die Waffeln damit. Macht einen Schnitt in einem Winkel, um ihn wie ein Radiergummi zu formen. Deckt das ganze Stück mit Glasur ab. Rollt jetzt zweifarbigen Fondant zu einer dünnen Schicht aus.
und wickelt die Waffelbasis darin ein. Bringt einen weißen Fondantstreifen am Umfang an. Schreibt noch den Titel mit einem schwarzen Lebensmittelmarker. Die Freunde streiten sich darüber, wessen Radiergummi besser ist. Sebastian sollte den Streit beenden. Die Schüler geben ihm beide Radiergummis zum Ausprobieren. Der normale und der süße. Geht aber zurück zu euren Plätzen. Sebastian probiert die Radiergummis aus. Der süße Radiergummi ist lecker. Und der normale ist nützlicher. Also steht es unentschieden. Aber die Freunde sind offensichtlich nicht glücklich mit diesem Ergebnis. Wie fandet ihr unsere süßen XXL-Schulsachen? Schreibt uns, welche essbaren Schulsachen ihr am besten fandet. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.